Herzlich willkommen, mein Name ist Venian. Ich präsentiere euch hier die achte Beta-Show. Es ist insofern etwas Besonderes, als dass es jetzt hier bei einem Mac aufgenommen wird. Ja, also ich bitte daher auch die Qualität des Wassers zu entschuldigen, denn die ist in der Mac-Version einfach noch nicht fertig. Aber immerhin funktioniert die Beta. Ja, ihr habt jetzt hier die Tore von Orgrimmar gesehen. Dort ist natürlich einiges geschehen, aber das habt ihr ja schon in der ersten Show gesehen. Dann seht ihr jetzt hier direkt Wasser in diesen Gräben. Die waren ja eigentlich alle ausgehöhlt und da konnte man unten hergehen. Und eben, das war so eine kleine Schlucht, könnte man sagen. Und die ist jetzt völlig mit Wasser aufgefüllt worden. Und hier sind natürlich auch einige Dinge überschwemmt worden. Und da sind richtig tiefe Seen entstanden. Und ja, das Ganze ist in jedem Fall relativ interessant geworden. Und auch vom Questen her ist es wirklich ein sehr nettes Gebiet. Wenn ihr hier eben Durotar von 1 bis 10 durchquestet, das musste ich natürlich machen für meinen Trolldruiden, dann ist es wirklich eine lustige Sache und auch eine, ja, ganz spannende Sache eigentlich, weil man natürlich immer gerne sieht, wie sich das verändert haben. Ja, jetzt seht ihr hier die Karte noch einmal von Durotar eben und da werden wir jetzt gleich zu den Echo-Inseln aufbrechen. Ja, ich bin nun auf die Echo-Inseln geflogen, dem neuen Startgebiet der Trolle. Ihr seht, diese Inseln bestehen aus mehreren kleinen Inseln. Es sind irgendwie 5 bis 6 kleine Inseln und eben diese größere Hauptinsel, auf der auch Dark's Behold steht. Das ist nämlich die neue Festung, kann man sagen, von Vol'jin. Vol'jin lebt in ihr, hat da so ein bisschen Räucherpfanne und diverse andere Berater um sich herum. Ja, und jetzt hier auf der Hauptinsel geht es dann im Prinzip los an dieser Stelle. Und man muss dann hier mit seinen Lehrern reden, diverse Quests machen, also auf diesen kleinen Inseln. Und ja, bis man eben Level 5 wird. Wenn man dann Level 5 wird, fliegt man dann, beziehungsweise fliegt man natürlich nicht, sondern man läuft schön rüber, beziehungsweise schwimmt durch das Wasser in Richtung Sanjin Village. Denn da gibt es natürlich auch noch weitere Quests für euch zu erledigen, die eben von Level 5 an weitergeführt werden. Vor allen Dingen geht es jetzt hier in Sanjin darum, dass ja die Menschen angreifen und man muss dann diverse Sachen machen, um hier vorne, seht ihr an der Küste, da sind nämlich die Menschen gelandet, beziehungsweise die Allianz insgesamt und die schleppen dann da Kisten an, die muss man aufbrechen und zerstören und so weiter und so fort. Sonst insgesamt hat sich dann jetzt nicht unglaublich viel noch verändert, das waren jetzt die beiden größten Änderungen in diesem Level 1 bis 10 Gebiet und nun werde ich dann rüberfliegen nach Achara. So, dann bin ich jetzt für euch mal nach Orgrimmar geflogen und da werdet ihr sehen, dass man durchs Tal der Ehre auch hinten rausgehen kann nach Achara. Denn da ist so ein Gang, der zu einem Tor führt. Das Tor seht ihr hier und dieses Tor führt dann direkt nach Achara. Das ist auch ein bisschen befestigt, das hat auch seinen Grund, denn hier gibt es diverse Nachtelfen, die als Scouts teilweise auch verkleidet sind und hier dieses Tor angreifen. Warum, fragt ihr euch? Naja, die Antwort sieht man eigentlich schon direkt, denn die Orks nehmen sich natürlich die natürlichen Ressourcen von Achara und machen diese sich zunutze und das vor allen Dingen gefällt natürlich den Nachtelfen überhaupt nicht. Ja, dieser Link-Teil, wo ich jetzt zuerst hinfliege, ist so das Ende von Achara, also der Teil, an dem ihr am Ende kommt, wenn ihr hier durchgequestet habt. Und da geht es auch wieder um den Konflikt zwischen Horde und Allianz an dieser Stelle, nämlich eben hier mit den Nachtelfen. Da muss man teilweise ihre Türme bombardieren und so weiter und so fort, diverse Dinge machen eben, um die Nachtelfen hier zu vertreiben, beziehungsweise ja, zur Ruhe zu bringen. Ja, dann auf dem Berg, auf den ich jetzt fliege, da gibt es ja einen Erholungsplatz, könnte man sagen. Und zwar ist es nämlich hier so eine Art Palast von dem, ja, in Anführungsstrichen König der Goblins, der sogenannte Trade Prince, Gully Vix oder so. Und dieser Goblin Prince residiert hier. Wenn ihr irgendwann einmal das Goblin Startgebiet machen werdet, dann werdet ihr ihn auch besser kennenlernen und ja, auch ein wenig hassen lernen. Und das kann ich euch versprechen zumindest. Ja, etwas weiteres, sehr, sehr wichtiges, wie ich finde, in Achara ist diese, ja, diese Rennbahn, könnte man denken, also diese komische Strecke, die hier durch ganz Achara führt. Ich werde sie euch nun mal präsentieren. Man kann hier eben auf diesen Türmen, da kann man natürlich hochfahren, ihr seht, da kommt gerade so ein Fahrstuhl, dann geht man hier zu diesem Goblin und sagt ihm, wo man hin möchte. Ich in dem Fall zu dem letzten Punkt auf der Karte und dann setzt man sich auf so eine Rakete, die eben so aussieht wie dieses Mount, was man für das Trading Card Game bekommen hat und fährt dann hier über
diese Strecke und wird dann teilweise ein bisschen beschleunigt. Ihr seht, jetzt beschleunigt es richtig. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Hilfe, denn wenn ihr euch Achara als Gebiet anschaut, das ist ja nun wirklich sehr, sehr groß und weitläufig. Und mit Level 10 kann man noch nicht reiten. Und um diesem Umstand ein wenig Rechnung zu tragen, hat man dieses tolle Raketensystem hier erfunden, mit dem man sich durch Achara schießen kann und dann von einem Ort zum anderen kommt. Also ihr könnt wirklich von einem Ende, da oben ist das eine Ende, auf das andere Ende da unten, das ist ja wie so eine, ja, so eine U-Form, kann man ja sagen, ist dieses Achara abgebildet. Und da kann man wirklich von der einen Seite auf die andere Seite hinfahren. Ja, genießt ein wenig dieses Fahren, also ich persönlich, ich könnte das auch einfach nur machen, wenn ich Langeweile habe, dann würde ich mich hier hinsetzen und eben so ein bisschen Achterbahn fahren, vor allen Dingen gleich, wenn diese schöne Erhöhung kommt. Insgesamt gesehen muss man sagen, ist das Questen hier wirklich sehr, sehr angenehm. Es gibt zum Beispiel in diesem Teil, in dem ich mich jetzt gerade aufhalte, beziehungsweise auf dem Weg hinbegebe, eine Questline, in der man mit Kalegos, also Kalec, Maligos, nee, gar nicht, Maligos heißt ja nicht, sondern das ist ja sein ehemaliger Chef, den wir umgebracht haben, weil er verrückt geworden ist, sondern eben Azuregos, der ja hier sowieso immer schon gewesen ist in Achara, den muss man dann befreien und zurückbringen, denn Kalegos macht sich ein bisschen Sorgen, dass sein blauer Drachenschwarm von Deathwing ein bisschen bedroht sein könnte, weil eben der Aspekt getötet wurde und nicht mehr lebt. Das ist natürlich auch, ja, eine nicht ganz unberechtigte Sorge, wie ich finde. Jetzt sind wir hier am Ende angekommen und können dann aus der Rakete aussteigen. Ja, dieser nächste Punkt ist jetzt hier eine Insel mit, ja, dem, ja, Hauptstadt der Goblins. Ich weiß nicht, ob es die Hauptstadt der Goblins ist, aber eben dieser Hafen ist auf jeden Fall von den Goblins gemacht und es ist eine sehr, sehr große Stadt. Daher habe ich am Anfang auch angenommen, es ist ihre Hauptstadt, aber ich denke, so kann man das jetzt wirklich nicht beschreiben, aber es gibt hier halt diverse Läden, Geschäfte und ist im Prinzip so der Mittelpunkt von Achara. Also man geht von dem Tor erstmal in diese Richtung, wo ich jetzt nicht hergefahren bin, nach hier und von hier aus dann wieder außenrum in die andere Richtung zurück, wo ich gerade mit der Bahn hergekommen bin. Das ist quasi so der Laufweg, den man hier rein questtechnisch durch Achara nimmt. Und ja, es macht wirklich unheimlich viel Spaß hier zu questen. Ich kann es euch wirklich nur nochmal sagen. Es ist ein sehr, sehr schönes Questgebiet insgesamt. Also die Quests sind toll und auch, ja, der Weg ist einfach nicht irgendwie unendlich lang oder sonst irgendwas. Das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Insgesamt gesehen kann ich Blizzard wirklich nur nochmal zu beglückwünschen zu diesem Questdesign, was sie auch hier sehr gut übertragen haben. Am Anfang dachte ich nämlich, es könnte ein wenig schwierig sein, weil ich mochte persönlich Achara nie. Auch daher, weil es eben so ein weitläufiges Gebiet ist, aber insgesamt gesehen ist das wirklich ein klasse Gebiet geworden. Ja, hier sehen wir zum Beispiel den südlichen Punkt, diesen südlichen, ja, Rocket Ray Terminus, eben der Punkt, von dem man aus an den nördlichen, wo ich gerade war, wobei auf eine Rakete fliegt man ja so gesehen, eben nach ganz oben auf den nördlichen. Ihr seht das, ich bin jetzt hier und da mache ich jetzt nochmal den Weg nach zu dem nördlichen. Das ist der Weg, den man mit der Rakete reisen kann, ja, nur um das nochmal zu verdeutlichen. Und hier geht's eben weiter, normalerweise von den Quests her, eben von dem Tor nach hierhin. Ja, jetzt zeige ich euch ein anderes Gebiet, und zwar ist es Winterspring. Ihr seht schon, das hat sich ein bisschen geändert, Winterspring. Hier der Eingang zu diesem, ja, Mount Hyjal, was ja früher so ein bisschen ein Farmgebiet war für dieses eine Priester-Quest-Item. Wo ich jetzt aber leider sagen muss, dass ich überhaupt nicht mehr genau weiß, wie es heißt. Ist aber für diesen Stab Benediction, den man verwandeln konnte, ihr erinnert euch sicher. Ja, hier ist man dann früher rübergeritten über so eine Brücke auf die andere Seite. Das geht jetzt im Moment nicht mehr. Also wenn man hier mit Level 55 ist und questet, kann man nicht direkt nach Mount Hyjal laufen. Was aber auch ganz gut ist, denn die Mobs da sind ja über 80. Ist vielleicht ein bisschen unschön als Level 55er. Von daher hat man auch überhaupt gar keinen Grund mehr da reinzugehen. Ja, insgesamt gesehen, ihr seht, die Karte von Winterspring ist noch nicht fertig. Insgesamt ist entweder das Gebiet auch noch nicht fertig oder es wurde einfach nicht verändert, denn hier ist insgesamt gesehen nicht viel verändert worden. Ja, ich denke, abschließend zu dieser Beta-Show kann man sagen, dass ich sehr oft gesagt habe, insgesamt gesehen ist anscheinend heute meine Marotte, ich weiß nicht, entschuldige ich mich für, und außerdem, dass es ganz gut geklappt hat, hier mit dem Mac ein Video aufzunehmen. Vor allem das Bearbeiten mit iMovie hat mir Spaß gemacht. Ja, in der nächsten Beta-Show zeige ich euch, denke ich, den Rest von Kalimdor, Felwood und Orbedin und Moonglade natürlich auch noch. Daher bis dahin, euer Venian. Danke fürs Zuschauen.